Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Joa, ein bisschen warten müssen wir noch, dann kann die 40. Folge endlich losgehen. Update ist heruntergeladen und da sind wir auch wieder im Spiel. Und den Schmuggel dabei Wir endgültig wissen, wo El auszulöschen. Cerebros Chefassistent ist. Über ihn kommen wir an den verrückten Wissenschaftler heran. Finden Sie den Assistenten und bringen Sie mir El Cerebro. Los geht's. El Cerebro. Unser nächstes Ziel. Da hat er aber Schwein gehabt. Ja, die Mission. Scheinbar schon. Überlebt hat sie ja. Sonst hätte sie ja wieder eine Strafe gegeben. Gegen einen toten Zivilisten, der sich vor mein Auto schmeißt. Eine fette Explosion im Hintergrund. Da vorne geht schon die Luzi. Da ist schon ein Scharfschütze oder ein MG. Ich kann es noch nicht sehen. Scharfschütze, oben auf dem Tor. Hat er jetzt mein Handy bekommen? Hat er verdient gehabt. Kann nicht einfach scharf schießen, der Typ. Klettern. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Tango auf dem Dach, Tango auf dem Dach. Tango auf dem Dach, es war einmal. Zivilist. Den können sie natürlich sehen. Meilenweit weg, aber die sehen ihn. Assistenten holen, ohne entdeckt zu werden. Viel sehen tut man hier noch nicht. Aber das wird sich noch schlagartig ändern. Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt verdammt nochmal dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Was? Wir sind aufgeflogen. Der Helfer will sich absetzen. Die soll mich nicht sehen. Ich soll ihn verfolgen, aber ich habe ja auch kein Fahrzeug. Ist auf den hier. Fahren wir mal eine Runde Trecker. Oh Gott, guck mal, wo er durchfährt. Oh Scheiße. Ja, super, hat ja wieder echt funktioniert hier. Ziel ist zu weit entfernt. Ja, dann gibt er mal ein bisschen Gas. Oh Gott. Es ist mir klar, dass das Ziel zu weit entfernt ist. Ich komme noch nicht schneller voran. Es ist zu weit. Zu weit. Verdammte Scheiße. Auf ein neues. Natürlich ohne entdeckt zu werden. Und nie wieder, wenn wir Trecker fahren. Ja, vielleicht schon, aber effektiv ist es nicht. Absolut nicht, hätte ich mir denken können. Also brauchen wir ein Fahrzeug. Wir haben
haben Gesellschaft. Bleibt wachsam. Wir haben immer Gesellschaft. Wir waren noch nie alleine. Scharfschütze im Turm. Nein, da ist keiner. Das ist eine Lüge. Hab ich sofort erkannt. Dass ihr mich wieder anlügen wollt. Der ist einfach mal nicht da. Ablenkung. Mörser. Fahrzeug holen können wir auch noch nicht. Ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt verdammt nochmal dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Das muss er. Und das wird er auch. Ich bin der Pilot. Natürlich bin ich das. Los! Ich hoffe, dass das sicher ist und dass die keine Abschusssysteme hier haben. Ansonsten könnte das ein bisschen übel für uns enden. Bis jetzt fühle ich mich noch safe. Es passiert nichts. Das ist sehr gut. Perfekt. In der Nähe sind wir auch. Viele Möglichkeiten hat er ja nicht, wo er lang fährt. Zumindest führen die alle zum selben Ziel. Bisschen höher, ich habe Angst, dass ich entdeckt werde. Was hast du denn vor, hier eine halbe Weltreise oder was? Führ uns endlich zu deinem Boss. Oder was macht er? Ich dachte, das ist sein Haus und er wird da jetzt hingehen. Alles klar, er steigt da vorne aus und dadurch wissen wir, dass da sein Haus ist. Das macht Sinn. Das macht viel Sinn sogar. Mauern, Alarmanlagen, zwei dicke Helikopter haben wir auch. Und ein Störer. Alles klar, Leute. Dann werden wir mal zum Boden gehen. Im Idealfall ohne entdeckt zu werden. Da ist auch ein Zaun. Oh Gott. Flieg. Wir werden gejagt. Angriff abbrechen. Einfach mal ein bisschen höher fliegen.
Eigentlich sollten die uns ja nicht entdecken, wenn wir hier oben sind. Eigentlich. Wie hoch kann man eigentlich fliegen? Krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ach ja, und das ist übrigens die 40. Folge, die wir jetzt aufnehmen. Habe ich auch am Anfang schon gesagt, im kleinen Vorspann meines Ladedisplays der Xbox. Alter, wir können immer noch höher fliegen, das ist echt krass. Zwei Helikopter kreisen da unten. Ich glaube, die geben auch keine Ruhe mehr. Wenn sie mal Ruhe geben, dann wird das, glaube ich, noch ewig dauern, bis sie mal Ruhe geben. Verstanden. Angriff befehlt. Warum schießt ihr nicht? Wenn ich euch schon den Angriff befehle. Komm schon. Verstärkung rückt an. Eine Patrouille ist unterwegs. Da sind noch mehr Tangos im Anmarsch. Soll mir egal sein. Ich kralle mir jetzt einfach. Mitten rein. Hoffen mal, dass es gut geht. Ich hoffe, dass es gut geht. Waffe wechseln. Ah, hier wird mich schon markiert. Das ist geil. Sehr geil. Untersuchen. Nehmen wir doch direkt noch auf Anhieb mit. Standort einer ganz speziellen Kiste genannt. Einer ganz speziellen Kiste, einer Waffenkiste. Meine Güte, erschreckt mich doch nicht so. Von wo bitteschön? Scheint schon Platz zu sein. Hä? Ach, scheiß Einleitung. Ich will doch nur da drüber. Ist ja nicht in der Lage. Ist ja ganz einfach, würde ich mal sagen. Zu blöd für. Tango ist im Haus. Entdeckung! Alter! Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht erschieße. Greifen. Super gekleidet ist er auch noch. So kleiden sich die noch. Munition freilassen haben wir. Werden wir natürlich nicht nutzen, warum auch. Wir müssen ja. Ist das euer Ernst? Ich wollte auch schon sagen. Trifft ihr wenigstens auch? Ah, oh, haben die unsere Helis zerstört? Aber nicht unseren selbst gelandeten. Verstauen? Warum nicht möglich? Hör auf dich zu wehren. Ich muss dich doch verstauen können. Verstauen, okay. Ich
Auch geil, dass er jetzt drin ist. Er könnte jetzt einfach wegfliegen, aber tut es nicht. Los, da sind sie unterwegs. 2,9 Kilometer. Dann haben wir ihn im Sack. Sicher, wenn wir suchen lassen, weißt du? Weißt du? Sie behalten mich im Auge. Auch wenn sie glauben, sie ignorieren mich. Ich behalte dich auch im Auge. Das lassen Sie besser. Dabei ist er fast gelöst. Wissen Sie, wie kalt das Unterwasser ist? Das Problem der chemischen Bindung ist gar keins. Monoethanolamin müsste in Bolivien leicht zu finden sein. Ist nur ein großes Problem. Kann ich nie wieder anrufen? Sie wird beschäftigt sein, aber das macht nichts. Sie kennt mich gut sogar. Was rede ich denn? An den Filter? Nein, 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 nein. Dafür wären zwei Räume nötig. Da bliebe kein Platz für Menschen. Tatsache. Ich habe die Pläne für ein kolumbianisches Tauchboot gesehen, bei dem einfach ein Atemrohr aus dem Wasser rannte. Allein die Wärmesignatur. Ich sollte nie wieder erst anrufen, dass ich eine echte Lösung habe. Sie wissen ja, ich kenne Sie. Kennen Sie sie? Hat sich noch nicht ergeben. Augenblick mal. Ein unbemanntes Boot. Das ist die Lösung. Warum sollten überhaupt Menschen da drin sitzen? Keine Ahnung, Mann. Hier ist der Sammelpunkt. Ich übernehme ihn jetzt. Dem Himmel sei Dank. Ich hab so satt, dem Kerl zuzuhören. Da hörst du, wie es uns geht, wenn du den Mund aufmachst. Deswegen hört ihr also nicht auf mich. Weil ihr satt habt, mir zuzuhören. Ganz klare Sache. Rein mit dir. Ma'am, Nidia wird mich suchen. Gut, denn wir suchen sie. Es heißt, sie hätten Hirn zwischen den Ohren, Kamerada. Jetzt, wo sie in der Scheiße stecken, so ganz ohne U-Boot, sollten sie begriffen haben, dass sie meine Hilfe brauchen. Ich helfe, wenn sie mir helfen. Hä? Entschuldigen Sie die Frage, aber was ist das hier für Sie? Spannung? Dramatik? Die Felsen hier gab es schon lange, bevor sie überhaupt aus dem Sack ihres Vaters gespritzt sind. Und sie werden noch da sein, wenn sie bereits zur Taufe fallen sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als sie. Als ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis Sie als menschliches Nadelkissen benutzen? Für Ihre Schwänze? Das Problem ist, Sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jaguar, sehr sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Ganinchen, Sie vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, Sie belügen sich nur selbst. Reden Sie sich ein, dass Sie irgendwas bewirken. Dir ist wohl alles scheißegal, El Cerebro. El Cerebro? Ich bin nicht Cerebro. El Cerebro ist Ihnen ein Wist, bevor Sie wussten, dass er da ist. Er ist einfach weg, als hätte er nie existiert. Eine hervorragende Lüge, die er da abgibt. El Cerebro im Kasten. Das heißt, wir haben den Falschen. Die meisten Infos, denen wir gefolgt sind, stammen wohl von El Cerebro. Er hat uns in die Irre geführt, um sich abzusetzen. Mit wem zum Teufel redet Born dann? Also meint er das ernst? Warum glauben wir ihn das? Designer. Also im Prinzip mit dem Opferlamm. Das hört sich wie Superschurken-Mist aus einem Comic an. Egal, die U-Boot-Flotte des Kartells haben wir aus dem Verkehr gezogen. Wir sind von der Story her gezwungen, ihm zu glauben. Und El Cerebro? Die Spur ist jetzt kalt. Ich gehe einfach mal davon aus, er war es doch. Und fertig. Warum steige ich da ein? Haben wir noch eine schnellere Möglichkeit hier? Ne, das ist meiner. Geh mal weg hier. Schmuggel abgeschlossen. Produktion, Einfluss, Produktion. Hier hinten ist alles Schmuggel bis auf eins. Sicherheit. Eigentlich brauchen wir nur die Sicherheit und den Einfluss und können uns dann schon zu El Sueño begeben. Also machen wir das auch. Ich mach das, ich fliege. Um den Boss der Bosse, den Gar auszumachen.